Moin moin Leute und herzlich willkommen zum Misao Truth Ending. Ihr habt lange drauf gewartet, um genau zu sein, sogar 7 ganze Tage. Waren es überhaupt 7? Ich hoffe, es waren 7. Noch nicht mal 7, glaube ich. Aber ihr habt lange drauf gewartet, ihr habt es euch gewünscht in den Kommentaren. Ihr habt unglaublich viel Resonanz in den Kommentaren gelassen und deswegen fangen wir jetzt auch mit dem wundervollen Truth Ending an. Enter the girl's name with the keyboard. Ich lasse das wieder ganz einfach standardmäßig bei Aki, denn ich finde, so kommt diese ganze Atmosphäre am besten rüber. Ah, herzlichen Glückwunsch, dass du das Spiel durchgespielt hast. Hast du mich sauer? Hat dir das gefallen? Nein, ich fand's scheiße. Oh gut, und jetzt wartet eine neue Story auf dich. Eine one you have thus far yet to see. Was auch immer. Niemand weiß, was hier alles passieren kann. Bist du bereit? Ja, also ich denke, ich müsste jetzt erstmal nochmal einmal auf Toilette, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Gut, dann lass mich dich hier durchführen. Willkommen zu einer neuen Geschichte. Hell yeah, ich freue mich wie ein Kind an Weihnachten und Ostern zugleich. Manchmal habe ich auch an dem Tag Geburtstag. Und da ist Aki. Ach, komisch, wo ist das hier, wo ist die hin? Oh, Misao. Misao ist auch da, was ist los? Misao! Oh, sie hat mit mir geredet. Ich habe nur meine Kontaktlinse runterfallen lassen. Und ich glaube, die ist irgendwo hier. Oh, die sucht mit. Misao? Ich guck mit dir nach deiner Kontaktlinse. Oh, wie süß. Danke! How cute! Misao hat niemals so diese Aufmerksamkeit bekommen, aber sie war immer sehr nett. Warum würde ein Mädchen solche Dinge tun? Das werden wir herausfinden im Wahrheitsende, meine Damen und Herren. Oh Gott, Aki! Jemand ruft mich. Ich habe das schon mal vorher gehört. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt in was für einem Rape-Wald? Hä, wo bin ich? Ich war doch gerade in der Klasse. Ich war in der Klasse und dann ist das passiert? Aki! Onigawara? Bist du das Onigawara? Mr. Onigawara! Ghost Town. What the fuck? Okay, wir sind anscheinend in der anderen Welt, in der Geisterstadt. Was auch immer das hier ist. Das ist Mr. Onigawara! Es ist eine Weile her, Aki. Mr. Onigawara, warum zum Teufel hast du mich hier hingerufen? Die Wahrheit ist, ich denke, ich wollte Liberation, Freiheit für die Spirits geben, die hier, die hier geopfert wurden dafür. Yoshino und der Rest? Du kannst das, aber warum? Das Mädchen, Misao, die ist ein bisschen zu weit gegangen und ja, was die getan haben, ist unvergesslich, aber der Tod war nicht ihre Schuld. Und die leiden jetzt genauso viel. Und ich denke, es ist zu fies, das einfach weiter jetzt, die weiter leiden zu lassen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die, sag ich mal, loslösen will, diese Spirits. Aber wenn du das tust, werden die alle zurückkommen? Das ist unmöglich, leider. Aber if their will to live is strong enough, they could possibly... Also wenn deren Lebenswillen stark genug ist, dann könnten die vielleicht sogar wiedergeboren werden. Fuck yeah, Babyzeit. In die Hose kacken. Willst du mir helfen, die zu retten, Aki? Ich lasse die Entscheidung ganz für dich. Warum ich? Warum nicht Toma? Er ist der Freund von allen. Ich bin zuverlässig, dass du die Einzige bist, die das hier alles machen kann und alle retten kann. Niemand anders würde das schaffen. Mr. Onigawara? Ich habe hohes gutes Vertrauen in dir. Warte! Was ist das da hinten im Kopf? Kudos Grave, touch it. Fangen wir an bei Kudos Grave! Oh. Ich hab die Enter-Taste nicht getroffen. Die Enter-Taste ist so klein, ich hab sie nicht getroffen. Okay. Ah, guck mal. Oh, wie süß, auf der Schaukel. Und Burgen bauen. Oh, Kudo. Was los, Misao? Takeshi hat mich immer weiterhin gemobbt. Nicht schon wieder. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich werde das hier alles regeln mit Takeshi. Nicht weinen. Okay.
Lass uns nach Hause gehen. Ich werde dich auf den Weg nach Hause beschützen. Oh, wie süß. Oh. Was ist denn jetzt los? Warum bleibt die stehen? Du warst so nett damals, aber du hast dich so verändert. Dead Flashback. Okay. Warte! Ist das auch wieder Kudo? Ja, ne? Warum bist du so weit nach vorne gegangen? Why are you getting ahead of me? Lass uns zusammen nach Hause gehen. Please, bitte, hey! Du hast dich so komisch verhalten. Warum ignorierst du mich? Ach Gott, du nervst mich so unglaublich. Was? Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin eine ziemliche Klette. Aber ich versuch's ja nicht zu sein. Und ich will versuche, Dinge alleine zu schaffen. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht mehr belästigen werde. So? Ach Gott, so nervig. Was? Red einfach nie wieder mit mir. Warum war der auf einmal so fies zu ihr? Warum? Was zur Hölle? Der ist ja auf einmal ultra fies. Oh, Misao. Lass mich dich ansehen für eine Sekunde. Nein. Warum nicht? Willst du mich... You giving me lip? Das ist wahrscheinlich irgendein englisches Sprichwort, was ich im Leben nicht kenne. Au. Du weißt, was passieren wird, oder? Nicht in den Spind da hinten, oder? Und Kudo sitzt da einfach. Was macht Kudo hier? Kudo haut einfach ab. Klar, das tun gute Freunde, aber die ignoriert ja ihn anscheinend. Du hast mich verlassen und, sag mal, geht's mir aus dem Weg. Ich hab dir vertraut. Ich werde dir niemals vergeben. Definitiv verständlich bei dem Ding auf jeden Fall. Wo ist... Darkness? Ich bin jetzt in einem komplett... Hä, dunklen Raum? Hört doch endlich auf! Stirb! Stirb doch endlich! Gott, ey! Stirb, stirb, stirb! Bitte vergib mir, Misao! Stirb in dem Feuer! Brenn in der Hölle! Stopp, stopp doch endlich! Stirb! Ich hasse dich! Stirb als eine Jungfrau! Oh Gott, ey. Kudo, wir müssen dich hier rausholen. Kudo, bleib bei mir! Kudo ist nur nutzlos. Stirb doch! Misao, hör doch bitte auf! Es tut mir so leid, es tut mir so verdammt leid. Kudo, bitte, komm zurück mit mir. Vergib mir, oh Gott. Da ist kein Sinn darin, Grieving. Wenn ich nur schneller gewesen wäre. Es ist meine Schuld, alles ist meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Aber es ist so. Misao... loathed me. Das ist der Beweis dafür. Sie hat mich dafür, sag ich mal. Also, man kann mich dafür... Ja, ich war an allem schuld, sozusagen. Kudo. Nein, diese Mädchen sind nicht Misao. Das sind nur Illusionen, die von der Dunkelheit deines Herzens geboren wurden. Was für ein Schwachsinn. Auf was für einer Basis machst du solche komischen, sag ich mal, Bemerkungen? Weil Misao so nett war. Sie würde nicht solche Dinge tun. Das weißt du doch selber. Misao. Misao. Kudo. Misao? Und jetzt kristallisiert sich, wer die Richtige ist. Misao? Kudo. Mich bei meinem ersten Namen zu nennen, so hast du mich lang nicht genannt. Es tut mir so leid, Kudo. Nein, ich sollte mich entschuldigen. Es ist alles meine Schuld. Es ist alles okay, ich hasse dich nicht. Warum? Ich hab dich doch einfach verlassen. Ja, ich war sehr allein, aber... Ich hab auch gelitten, als ob ich sterben würde. Aber ich wusste, wie du dich fühlst, Kudo. Ich wusste, dass du... Du hattest nur nicht diesen Mut dazu, das dir letztendlich zu zeigen. Ich weiß, dass du immer an mich gedacht hast. Und das hat mich immer glücklich gemacht, auf jeden Fall. Misao. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ich liebe dich auch, Kudo. Misao! Misao! War das Misao, welche vor Kudo sich gerade da, sag ich mal, hingebeamt hat? Die echte? Ich frag mich, wenn das Misao war... Is that Misao was... Also wenn das eine Illusion war von Kudo. Also auch nur eine Illusion.
Ja, wie ihr seht, er hatte auf jeden Fall genug Willen in seinem Herzen, Willenslebenskraft. Und deswegen haben wir da jetzt auch ihn als Baby stehen. Ich würde sagen, weiter geht's. Ich gucke erstmal kurz, was der Kopf hier macht. Safe, wunderbar. Das ist sehr schön. Ich würde erstmal, wir gehen jetzt zum zweiten Grab, zu Yoshinos Grab. Das berühren wir jetzt auch. Okay. Wo sind wir denn hier? Raum 105. Diese Tür geht nicht auf. Öffne dich! Misao, sei kein böses Mädchen. Vielleicht wir... Maybe... Vielleicht, wenn du nett bist, lasse ich dich heraus. Was? Hat sie sich hier irgendwo versteckt? Vielleicht in einem Bett oder so? Nein, stopp, geh weg. Stopp, Hilfe, nein! Ich hab Angst. Es ist alles so dreckig. Es tut weh. Es ist ekelhaft. Au, 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 au! Nichts. Wow! Ich vergib dir niemals! Ist die tot? Was zur Hölle? Vergib mir, Misao, nein! Alter! Aua, aua! Aua! Hilfe! Du kannst nicht einfach so wegkommen mit dem, was du Misao angetan hast, Yoshino. Das ist deine Bestrafung. Aber ich weiß, dass du auch selber gelitten hast und deswegen werde ich dich befreien. Misao, möchtest du nicht aufhören? Ich weiß, wie du dich fühlst, aber Yoshino hat es auch nicht verdient. Also hat es hier. Regret, sie hat es. Meh, mir fällt das Wort nicht ein. So wie es aussieht, hat es nicht geholfen. Wenn ich nur irgendwas finden würde, womit ich Misao stoppen kann. Ist hier immer noch der Feuerlöscher? Warum auch immer da. Look, Misao, Geld! Sie hat noch nicht mal geguckt. Vielleicht sollte ich diese Münzen für mich behalten. Wenn vielleicht oft genug anklopfen, kommt da vielleicht irgendwas? Nee. Salz. Mit Salz können wir sie vielleicht wirklich abhalten. Komm schon, nimm das! Vielleicht muss ich an irgendwas anderes denken. Verdammt, was ist hier denn sonst noch? Hier vielleicht irgendwas drin. Oh, wir sollen sie jetzt schlagen. Oh Gott. Okay. Misao, hör auf! Oh Gott. Und jetzt schlagen wir diese Illusion hier auch noch kaputt. Oh Gott. Yoshino. Aua. Sieht nicht so aus, als ob sie reden könnte. Bitte vergib mir bitte. Yoshino, alles ist in Ordnung jetzt. Nein, nein, stopp, geh weg. Yoshino, ich hoffe, das hat dir jetzt gelehrt, dass du kein Mobber mehr bist sozusagen. Dass du keine mehr ausgrenzt und so weiter. Ich werde nicht, ich schwöre, ich werde es nicht. Bitte vergib mir. Ich denke, Misao wird dich vergeben. Komm, lass uns hier weggehen. Warum? What? Warum kommst du in meinen Weg? Ich dachte, du wolltest mir immer helfen. Ich dachte, du wärst mein einer Freund. Ja, ich bin dein Freund immer gewesen, Misao, aber das zu tun, das wird niemandem helfen. Was bist du? Misao, du... You haven't passed on yet. Wenn du hiermit einfach weitermachst, dann wirst du niemals irgendwie dazu in der Lage sein. Sei leise. Hör zu, Misao. Wird das hier, was du hier tust, wirklich dein Herz reinigen? Sei leise. Natürlich wird es das nicht reinigen. Selbst wenn es tun würde, dann würde es dir jetzt schon direkt besser gehen. Sei leise, sei leise, sei leise. Hör auf, Misao. Ich möchte nicht sehen, dass du... Ich möchte dich so in dieser Form nicht sehen. Gott! So laut kann ich jetzt leider nicht sprechen. Leise! Okay. Holy fuck. Misao!
Guckuck. Wie süß. Okay, sehr krass. Ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt erstmal. Das war jetzt schon mal der erste Part von dem Misao Truth Ending. Und falls ihr wirklich das Truth Ending so unbedingt sehen wollt, dann lasst doch jetzt auch bei diesem Part bitte ein Däumchen nach oben da und einen Kommentar, wie ihr denn bis jetzt diesen Anfang von dem Truth Ending findet. Denn wie gesagt, ich lege sehr viel Arbeit in diese Videos und ich freue mich immer, eure Kommentare zu lesen und die Daumen nach oben zu sehen. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Im Outro könnt ihr auch noch vorbeischauen, da sind auch noch zwei Videos verlinkt und da könnt ihr auch abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und bis dann, euer Brain, haut rein, tüdelü!